leben in einer spannenden Zeit. Kohle und Öl sind seit mehr als einem Jahrhundert die wichtigsten Energieträger. Fossile Brennstoffe haben eine Industrie von beeindruckender Kraft und Vielfalt ermöglicht. Nun aber stehen wir vor einer neuen Herausforderung. Der Schadstoffausstoß der Industrie ist Ursache des Klimawandels, der um jeden Preis verhindert werden muss. Zu Beginn des Jahres startete Common Visions eine Reise zu jenen, die an der vordersten Front dieser Herausforderung stehen. Unser erstes Reiseziel war Oxford, wo wir mit einem Transportexperten sprachen. Der Transport ist einer der Hauptverursacher von Schadstoffen. Es gibt Spekulationen darüber, womit wir uns in 10 oder 15 Jahren fortbewegen werden. Wir müssen über alternative Treibstoffe nachdenken, über die Elektrifizierung des Straßenverkehrs und wir müssen über Brennstoffzellen und Wasserstoffwirtschaft nachdenken. Ich glaube aber, dass es unklug wäre, jetzt schon einer Idee den Vorzug zu geben. Der Markt sollte über die beste Lösung entscheiden. Danach reisten wir nach Brüssel. Jacques Dessellier hat sich in Sachen Transportmittel bereits für Elektrofahrzeuge entschieden. Seiner Meinung nach mindern sie den Schadstoffausstoß. Einer der Gründe für ihre Einführung ist der geringe Ausstoß an Schadstoffen. Stimmt das? Natürlich, doch das hängt auch davon ab, wie Elektrizität gewonnen wird. Denn auch sie erzeugt Schadstoffe. Es hängt davon ab, in welchem Land man sein Auto auflädt. In Ländern wie Frankreich oder Norwegen, wo Elektrizität mit einem niedrigen CO2-Ausstoß gewonnen wird, verursacht ein Elektroauto so gut wie keine Schadstoffe. Nimmt man aber den durchschnittlichen Elektrizitätsmix in Europa, kann man sagen, dass ein Elektroauto mehr als 50% CO2 einspart. Dänemark zählt zu den Pionieren auf dem Gebiet der Windenergie. Christina Grumstrup-Sørensen ist davon überzeugt, dass Windparks auf dem offenen Meer einen entscheidenden Anteil am künftigen Energiemix haben werden. Ich denke, dass große, bisher ungenutzte Gebiete offshore gefunden werden können. Wenn man einige Turbinen hier und andere dort errichtet, wird das unseren Energiemix nicht entscheidend verändern. Baut man aber eine Anlage wie das London Array-Projekt, wo 630 Megawatt erzeugt werden sollen, hat man ein Kraftwerk vor den Toren Londons. Es liegt in unmittelbarer Nähe der Verbraucher, was sehr sinnvoll ist. Im britischen Glasgow haben wir etwas über sogenannte Smart Grids, über intelligente Stromnetzwerke gelernt. Sie sagen also eine völlig andere Welt in nur 30 Jahren voraus. Wenn wir die Stromnachfrage steuern können, wird sich einiges ändern. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, unsere elektrischen Geräte anders zu gebrauchen. Elektrofahrzeuge sind ein Mittel, um den CO2-Ausstoß des Transportwesens zu verringern. Sie werden Teil der radikal erneuerten elektrischen Infrastruktur sein. Also ja, in der Tat, es wird sich einiges ändern. Fatih Birol von der Internationalen Energieagentur ist davon überzeugt, dass es keine Lösung der Frage zum Klimawandel ohne internationalen Konsens geben wird. Ich frage Sie, ob es an der Zeit ist, internationale Klimakonferenzen zu vergessen und andere globale Vereinbarungen zur Minderung von Schadstoffen zu treffen? No, no and no. Darauf habe ich drei Antworten. Nein, nein und nochmals nein. Wir können all diese Länder nicht anders zusammenbringen und den Schadstoffausstoß schnell und entscheidend reduzieren. Weltweit stehen vor allem 5 Länder in dieser Verantwortung. China, die USA, die EU, Indien und Japan. Sie allein verursachen 2/3 des globalen Schadstoffausstoßes. Suchten Sie gemeinsam eine Lösung, hätten wir das Problem an der Wurzel gepackt. Ohne entscheidende Änderungen im Energiebereich haben wir keine Chance, das Problem zu lösen. Das deutsche Freiburg schlug bereits zu Beginn der 80er Jahre den grünen Pfad ein, indem es den Ausstoß von Kohlendioxid um ein Viertel senkte. Das sei wirtschaftlich sinnvoll, sagt der Bürgermeister der Stadt. Today in Freiburg we earn money with both. Heute bringen in Freiburg sowohl Wirtschaft als auch Umwelt Geld. Mit erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne und Biomasse entstehen gute Arbeitsplätze. Vielleicht keine Jobs für die globalisierte Welt, aber für Freiburg. Wir haben eine Menge Jobs im Umweltschutz. Das ist die Hauptsäule unserer Wirtschaft. We have a lot of jobs in ecology.
Wir müssen unsere Lebensweise ändern. Diese ist sehr westlich geprägt. Wir verschwenden eine Menge Ressourcen. Wir müssen schlauer werden. Der CO2-Ausstoß kann unter anderem dadurch reduziert werden, dass die Schadstoffe aufgefangen werden, bevor sie in die Atmosphäre entweichen. Wir reisen in die Arktis zu Malcolm Wilson. In nächster Zukunft werden wir weiterhin fossile Energieträger einsetzen. Kann man die Treibhausgase reduzieren, ohne Kohlendioxid abzuscheiden und zu speichern? Ich glaube nicht, dass wir können. Ich denke, das ist ein integraler Teil des ganzen. Ich glaube nicht. Ich denke, dass mit der Speicherung Kohlendioxid reduziert werden kann und wir werden mindestens weitere 5 Jahrzehnte auf fossile Brennstoffe nicht verzichten können. Wir müssen sie also auf eine umweltverträgliche Art und Weise nutzen und das heißt, dass wir den CO2-Ausstoß verringern müssen. Die umstrittenen Biokraftstoffe führten uns ins niederländische Utrecht, wo wir mit einer international anerkannten Persönlichkeit über nachhaltige Energie sprachen. Tatsache ist, dass wir eine sehr große und wachsende Nachfrage nach Flüssigtreibstoff haben werden, für die Verkehrsmittel von 9 Milliarden Menschen im Jahre 2050. Nach unseren heutigen wissenschaftlichen Kenntnissen im Hinblick auf die Lebensmittelproduktion, die Produktionskapazität unserer Böden und all die anderen Erfordernisse wie etwa den Naturschutz gehen wir davon aus, dass für all dies zusammengenommen und in nachhaltiger Weise Biomasse auf lange Sicht, also im Jahr 2050, etwa ein Drittel des künftigen Energiebedarfs der Welt decken kann. Im nordirischen Portaferry nutzt Peter Frankel die Gezeiten, um Strom zu erzeugen. Seiner Meinung nach sollten Erfinder schnellstens unterstützt werden. Hätten wir bereits vor 10 Jahren versucht, was wir heute tun, wäre der Durchbruch damals schon gelungen. Nötig war der politische Druck, der inzwischen da ist. Die Regierungen erkennen den Ernst der Lage und dass es notwendig ist, die neuen Technologien in die Tat umzusetzen, weil wir sonst in Zukunft in große Schwierigkeiten geraten werden. Man muss gute Ideen haben. Ich hatte früher auch schlechte Ideen, doch man lernt, welche man vergessen und welche man behalten sollte. Hat man eine Idee, von der man wirklich überzeugt ist und wird sie von anderen Menschen unterstützt, darf man nicht aufgeben. Man bleibt dabei, bis es gelingt. Man muss es immer wieder und wieder versuchen, wie ein altes Sprichwort heißt.